Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal, hier im LS19 Challenge Projekt mit dem Risi Gaming. Sag da wieder nicht dazu. Lass mich noch nicht mal eine Begrüßung machen. Und okay. Jo. Wir sind in der letzten Folge beim Käseverkaufen stehen geblieben, das haben wir erledigt. Aha! Das haben wir erledigt. Also, okay. Und schöne Käsepreis wieder runterdrücken. Ja, ja. Ich hab schon verstanden. Und jetzt stellen wir eben das. Nur weil du meinen Käse nicht gönnst. Jetzt stellen wir das Schneidwerk zu mir auf den Hof und tun so, als wenn es meins wäre. Nein, wir werden es zuerst reinigen und zurückgeben, weil sonst wird uns der Herr Kollege hauen. Ja, weil du schaut aus, als wenn es durch den Sumpf gefahren wäre. Ja, glaube ich bei dir, ey. Hast du es wieder so tief durch den Matsch gezogen? Überall wieder gegengefahren, jede Laterne mitgenommen, dass das Ding komplett im Arsch ist. Du bist wow. Dumm. Alles klar. Bin ich merk nicht. Merk ich mal, danke. Naja, merkst du ja. Das nächste Mal muss besser werden. Merke ich mal auf jeden Fall. Merkt ihr das? Ich frag dich das morgen ab. Was fragst du mich morgen ab? Du hast gelernt hast. Was denn? Das etwas. Das etwas, mhm. Haben sie jetzt einen Schwader oder nicht? Alter, ich hab keinen Schwader, ich bin aber gerade am gucken. Dresse, Junge, mich, Alter. Kauf doch mal selber die Scheiße. Ich soll überlegen. Ich meine, kauf. Oh, mach das ja ordentlich. Ich sag's dir. Und nicht nur unten, sondern auch oben strahlen. Hat uns ja immer noch keinen Schwader. Und die immer mit ihrer scheiß Fortbildung hier, Alter. Warum braucht das nicht mehr so lange bei den Leuten? Weil sie immer drei Anläufe brauchen, weil sie zuerst zu faul sind zu lernen. Boah. Ja, das glaube ich sogar bei manchen. Ich hab den einen hier mit dem Rasenmäher durchs Dorf fahren sehen. Lol. Jetzt miete ich mir einen. Sag nicht, damit wir kein Schneidwerk haben mit Schwaderblock, gell? Was? Schneidwerk, wo es gleich schwadet, haben wir sowas nicht. Big M. Na, es gibt es vom Class DLC, das ist keine Schwaderblock. Das kann auch keine Schwaderblock. Doch, doch. Ja, aber es ist aber nicht, dass es hinter von einer Schwader ist. Es ist halt nur Schwaderblock. Dass das Schwall, was es rausmäht, dass es so schwartmäßig ist. So, Herr Kollege, wo seien Sie denn? Wo soll denn das Schneidwerk hinstellen? Auf meinen Hof, warte, ich zeig's dir wo, bevor der Fahranfänger wieder hier irgendwo die Scheiße verteilt. So, du Fahranfänger, stell's hier hin. Stell's hier hin, bitte in die Halle. Hier hin. Herr Fahranfänger, soll ich das Ding mal wegstellen? Ja, stell der komisches blaues Gefährt da weg. Da. Boah, Alter, was ist mit Alter, das ist nicht dein Ernst. Was ist mit den Bremsen los? Hast du einen Arsch offen oder was? Was ist mit den Bremsen, Alter? Hätte ich jetzt auch gesagt. Weiter, komm. Oh. ADAC Sicherheitstraining, aber sowas von bei dir. Oh, wow, das tut weh in der Seele. Und zwar ziemlich weh. Ja, 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 die Bull.
habe mir einen Kronenschwader gekauft. Mhm. Schön für sie. Jo. Finde ich auch. So. Endlich bin ich hier. Bin ich eigentlich nur noch vom Wickeln abhängig von einem LU. Den hole ich mir auch noch und dann war's das mit dem LU. Dann brauchen die für mich nur noch dreschen. Hä? Häng nur die Tapfwelle dran, bist du. Hä, warum hängt der denn jetzt? Meine Güte. Zapfwelle dran hier. Jetzt habe ich einen schönen Schwader. Brumm, brumm. Oh Mann, ey. Herr Chrissy. Mhm. Bleiben sie auch geschmeidig. Hallo? Was? Ob sie auch geschmeidig bleiben? Ich bin immer geschmeidig, außer sie regen mich auf. Wow. Das ist nämlich eine ernstzunehmende Beleidigung. Oh, oh. Und jo, wir haben uns eben schönes was gekauft. Damit der Herr Kollege sie wieder von Neid, wow, aufrisst. Ich und Deutschkurs auch noch. Jo, passt. Das sind schon zwei Sachen. Ein bisschen Spendenstream machen, Spaß. Jetzt weiß ich, wo ich das nächste Mal nicht mehr komme. Immer wieder sagen, es war so gut, dass wir diesen New Orleans gewonnen haben. So, ich habe mir schon stark geschleppt. Oh. Da bin ich außerdem immer rübergekommen. Mm. Merke ich mal. Aber nur aus Versehen natürlich. Weiß nicht. Mm, klar war. Zeit, damit das Elu ankommt, die muss da die Felder ernten. Sonst schnappt sie den Drescher und schreibt dir auf, wie lange du brauchst. Das steht oben bei mir am Feld. Habe ich auch gemacht, ich habe meine Felder auch selber getroffen. Ich stelle eh Sehnen auf ein Reh. Dafür hast du arbeitest, oder was? Mhm. Wow. Ah, diese Lendenkissen da im Gamingstuhl, die sind irgendwie komisch. Geil, hä? Na, bei mir ist, du hast ja diesen komischen Gummi da zum Ziehen, oder? Komisch ist schon mal gar nichts, ja. Und Gummi? Ja, ich hab Gummi. Bei mir ist der einfach so zum einen tun ins Kreuz. Und jedes Mal, wenn ich dann vorrutsche, dann rutscht er runter. Das regt mich auf. Ja. Da hast du mal wieder an der falschen Stelle gespart. Dieser Stuhl kostet 350 Euro. Ja. Anstatt 400 für das Gummi noch auszugeben? Nee. Muss man natürlich wieder dran sparen. Ja, ja. Du sei leise mit deinem 5 Euro Stuhl da. Ein Scheißdreck. Sag der Typ mit Hartplastikstuhl, Alter. Ja, wenn ich nicht zu sie habe. Ja. Ja, okay. Ich muss mir das so vorstellen. Ich auf so einem Hartplastikstuhl. Auf so einem Gartensessel. Oh Mann, ey. Digga. Sag ich gar nicht so. Oh ja, ja, ja. Der Schwader ist schon wild. Ich hab den gleichen, Herr Kollege. Du hast jetzt nicht wirklich einen gleichen Schwaner gekauft, oder? Sicher. Will ich einfach kon. Ich hau dir 700 eine rein, wenn du jetzt auch einen Schwaner gekauft hast. Sie habe ich angekauft, weil ich es mal leisten konnte, gegen so zu sehen.
Ey, du bist so ein Homo, Alter. Ey, Alter, das ist nicht normal, Junge. Was ist das für ein Typ? Oh, nee, Alter. Da krieg ich nah. Was ist das wie der Grundschwager kommt? Der war aber günstiger von der Preisleistung, ja. Alter. Natürlich, ist doch logisch. Ich kaufe einen Schwader. Nö, ist ja nicht so, als wenn er sich bei mir in ausleihen könnte. Nö, wir kaufen uns auch einen Schwader. Oh Mann, Alter. Na, willst du die Quaderballenpresse auch schon kaufen? Nein, ich brauch keine Ballenpresse. Die Preisleistung ist übelst gut. Mann. Willst du auch einen Wickler kaufen? Nein, ich kaufe mir gleich den ganzen Hof zum den Maschinen und die als Sklave zum Arbeiten. Wow. Aber wenn dein 5 Euro auf dem Konto kannst du schlecht meinen Hof kaufen. Kannst du allerhöchstens den Hartplastikschuler aus meinem Garten kaufen. Ich hab mehr Geld auf dem Konto wie Sie, Herr Kollege. Ja, weil ich es auch investiere, mein Geld, und nicht vergammeln lasse. Entschuldigen, ich hab mir 2 neue Sachen gekauft. Und welche? Ja, einen Schwader und einen Ladewagen. Wow. Und vielleicht... Was für ein? Hä? Was für ein? Was für ein Ladewagen? Ein Europass 370H. Was wolltest du danach noch sagen? Was? Willst du irgendwas noch sagen? Na. Was? Alter, der hat einen Wendekreis der Schwader, das ist echt geil. Was denn? Nix. Was denn? Was denn? Gesagt. Weil du gesagt hast, er hat einen Wendekreis. Wow. Alter, davon träumst du nur von so einem Wendekreis, weil du hast halt einen Wendekreis vom Panzer. Oder er ist ja vom Schiff, Alter. Hm. Merke ich mal, Herr Kollege. Was denn? Hm. Was ist eigentlich mit deinem Special Gast? Der hat leider keine Zeit, aber wird irgendwo nochmal kommen. Irgendwann. Muss ich dir mal anschreiben? Na. Warum nicht? So, weil das soll eine Überraschung sein, wer das ist. Achso, okay. Das ist divers, oder? Was? Das ist divers. Was divers? Du sagst das Geschlecht wahrscheinlich nicht, ja? Na. Divers, okay. Ist es jetzt männlich oder weiblich? Aber die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Schaut's gern beim lieben LS-Profi vorbei, schreibt's gerne einen netten Kommentar und lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefällt. Und ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, dann würde ich sagen, schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.